Ich suche nach dem Tod und treffe als erstes eine Band, die sich mit nichts anderem beschäftigt. Eisregen. Die singen von toten Frauen, die verbluten, von Haut abziehen, aufschlitzen und Krebskolonien. Ich bin im Hotel in Tarbarz, das ist in Thüringen, und das hier auf YouTube, das ist Eisregen. Sieht aus wie Jungs, die man richtig gerne trifft. Der Drummer der Band, Ronny, hat ein Tattoo-Studio, da haben wir uns verabredet. Das ist Ronny. Gitarrist Bursche kommt gerade unter die Nadel. Hinter ihm, das ist Mitch, Chef der Band, er schreibt die Texte. Und Franzi, sie spielt Keyboard. Bis auf den Schlagzeuger haben alle Kinder hier, singen aber auch gerne mal von Kinderleichen. Wo nimmst du denn eigentlich deine Textideen her? Ich bin seit frühester Jugend eigentlich Horrorfan, Literatur als auch Film. Und da halt auch schon der Sektor, der vielen Leuten dann eher sauer aufstößt, würde ich sagen. Ja. Aber das ist halt eine Interessensache, würde ich sagen. Das ist über die Jahre hinweg, ist das halt immer so mein Interessengebiet gewesen. Also was ich von deinen Texten bis jetzt gelesen habe, weiß ich nicht, ob ich so scharf auf den Filmabend mit dir wäre, aber das sind die wenigsten. Der nächste Morgen, Eisregen fährt Richtung Berlin. Heute Abend spielen sie dort in einem Club. 4 Stunden Fahrt. Alle rauchen, ich auch. Die Luft im Bus ist zum Schneiden. Durch den Nebel hämmert Musik, Metal und Falco. Mutter, der Mann mit dem Koks ist da, ist übrigens von Falco. Sie sind irgendwie anders, als ich dachte, gar nicht so da. Ach, so ein Sektchen würde ich nehmen, ne? Erst Falco und jetzt das. Ein Sektchen. Pause. Gerade finde ich den Tod aus Thüringen, wie sie sich selbst nennen, eigentlich ganz nett. Aber wegen der Musik gibt es jetzt nicht, dass die Polizei mal bei euch aufkreuzt? Gab es auch gerade nach den Indizierungen. Also das zweite Album ist ja praktisch auf Liste B indiziert worden. Gibt es ja auch Unterschiede, Liste A, Liste B. Liste A heißt, dass dieses Album weiterverkauft werden kann an Personen über 18. Liste B heißt komplettes Aufführungs- und Verbreitungsverbot, weil die Jugendgefährdung halt noch schwerer ist, wenn man da die festgestellt wird. Und das kommt halt schon einer Beschlagnahme gleich, und da ist dann schon, wird vom Staatsanwalt direkt auch ermittelt gegen so ein schwerwiegendes Medium dann eben. Und da mussten wir auch direkt auf die Polizei bei uns in Gotha und mussten da eben klarstellen, dass wir da eigentlich auch ganz humane Menschen sind, was sich dann auch... Haben die euch danach gefragt? Ja, klar. Wie ihr so normal seid? Ja, auch, ging dann eben gleich auf, aber sie sind doch bestimmt eine Nazi-Band. Meine ich, hallo, geht's noch? Ja. Kommst du erstmal vor wie ein Schwerverbrecher dann. Aber die wollten jetzt nicht wissen, ob ihr privat auch... Nee, privat Dreck am Stecken habt, also die Kinder esst oder ihr picobello Polizeiakte. Ja, perfekt. Also wie gesagt, ein Punkt in Flensburg, da war ich mal 15 km/h zu schnell, aber ansonsten ist alles ziemlich cool. Ich hab mehr. Da kommen wir jetzt schon mal. Ich hab Schwerverbrecher. Heute Abend spielen sie vor ausverkaufter Halle. Ihr bester Platz in den deutschen Albumcharts war 27, sagt Mitch. Das wären eine Menge Menschen, die auf seine Texte stehen. Und die sind zum Magen umdrehen. Also ich habe eure Texte durchgelesen. Und da muss ich dich nachfragen, wie kommt man da drauf? Pass mal auf. Scharlachrotes Kleid. Ja? Das darfst du zum Beispiel nicht nehmen, weil das auf dem Index steht. Aber ich darf das doch sagen. Ja, du darfst das sagen, ja. Oder Scharlachrotes Kleid. Leblos liegst du da mit dem Geruch von Fleisch im Haar. Leblos ist dein Leib, nur ein Beweis von Endlichkeit. Verfärbt ist deine Haut, der Tod hat dir den Glanz geraubt. Heute war dein letzter Tag, dein neues Heim, ein kaltes Grab. Wie kamst du drauf? Oh, das ist schon ein paar Jährchen her. Also ich wollte auf alle Fälle halt eine eher abseitige Liebesbeziehung eben in dem Text behandeln. Und von jemandem, der halt seine Partnerin sehr geliebt hat und die halt auch verstorben ist. Also praktisch ein sehr morbides Liebeslied. Hat man dann auch, ja, aber ist jetzt nicht, dass dein Leben so wahnsinnig morbid ist zu Hause? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also versuche das auch immer zu trennen. Also wie gesagt, ich habe ja 2 Kinder und versuche die von den Interessen, soweit wie es geht, halt fernzuhalten, wo ich sage, das ist nicht für meine Kinder geeignet. Also die... Ein Kollege von euch hat gesagt, also ich habe jetzt da gelesen, dass eigentlich alle in der Szene wären wahnsinnig introvertiert. Und ganz ehrlich, der sagt auch, alle sind ein bisschen gestört. Ja, also introvertiert, sicherlich hat jeder so seine eigenen Macken, hat aber auch jeder Mensch halt, das ist ganz klar. Und gestört ist halt Definitionsfrage.
8 Zigaretten danach sind wir in Berlin. Mitch geht direkt zum Soundcheck. Mitch ist der Einzige in der Band, der finanziell ausschließlich von Eisregen lebt. Gitarrist Bursche hat eine Werbeagentur. Die Keyboarderin studiert Musikwissenschaften und Schlagzeuger Ronny ist Tätowierer. Alles ziemlich normal, aber was sie auf der Bühne abliefern, klingt nach Freddy Krüger. Wie kriegst du das eigentlich mit der Stimme? Man muss schon ein gewisses Stimmtraining drin haben. Also kommt halt auch auf die Atmung an, aber im Prinzip ist es halt wirklich Training. Man muss es halt wirklich über lange Zeit machen. Und so sonst als Band so vorher, ich dachte immer, da gäbe es irgendwie Rituale oder so, dass man da irgendwie sich in Stimmung bringt. Ist gar nicht so. Also wir gehen nicht vorher auf den Friedhof oder sowas. Oder? Ich glaube, Mitch gehe ich langsam auf den Sack. Das Konzert beginnt in 10 Minuten. Die Hütte ist voll. 500 Fans warten auf Eisregen. Sie sind der Hauptgig und ich gehe auf mein erstes Metal-Konzert überhaupt. Früher haben sie sich noch mit Schweineblut auf Konzerten eingeschmiert, war aber wohl eine Riesensauerei, sagt Mitch. Der Text geht noch weiter, aber mehr dürfen wir nicht untertiteln, um die Jugend zu schützen. Das hier ist ein Ü18-Konzert, also nur über 18 darf rein und Eisregen kann ein paar Songs loswerden, die sie sonst nicht spielen dürfen. Nur so viel, vom Inhalt her geht's ähnlich zärtlich weiter. Ich gehe mir ein Bier holen und will an der Bar Leute treffen, die Eisregen so richtig cool finden. Totschlag, Aufschlitzen, also alles dabei. Das Problem ist, dass diese Thematik suggeriert, dass man als Zuhörer irgendwie geistig oder seelisch irgendwie krank ist. Nee, das wollte ich doch gar nicht sagen. Ich weiß, aber zu der Thematik einen besonderen Kontakt hat, dass diese Thematik wie Tod und Mordschlag eben sehr einfach ist. Ja, man könnte rausgehen, jemanden umbringen. Ja? Das ist nicht der Fall. Nein, man geht damit sehr, sehr geistreich, sehr distanziert und überlegt um. Wenn man den Tod akzeptiert, dann kann man auch sich drüber lustig machen, weil es ist eine unausweichliche Sache. Das ist Thema Tod. Ich meine, klar, man muss damit umgehen und es hilft einem auch, das zu verarbeiten, dass es nicht so, nicht so abschreckend auf einen wirkt, sondern dass man halt versucht, damit umzugehen und dass man da halt nicht mehr so viel Angst vor hat. Machst du das? Es hilft, auf jeden Fall. Also mit dem Tod umgehen lernen durch die Texte von Mitch. Gerade singt er von Sophie, die mit 19 Nägeln um die Ecke gebracht wird. Ehrlich gesagt, was der Fan meinte, ist für mich Bullshit. Das Ganze ist eine Riesenparty mit dem Tod als Motto, was ich okay finde und ich war schon auf weit schlechteren Partys, aber über den Tod lernt hier keiner was. Ich zumindest nicht. Ich muss weiter.